So, hallo und herzlich willkommen mal wieder bei einem neuen Commentary. Mein Name ist Maxika Fludanz, ihr wisst Bescheid und ihr denkt euch wahrscheinlich gerade, oh, der macht auch mal wieder ein Video nach 3 Wochen, endlich mal wieder ein Commentary am Start. Und ja, das ganze Commentary dreht sich auch darüber, warum ich denn so viel zu tun hatte, beziehungsweise warum ich einfach keine Zeit hatte, Videos zu machen. Und ja, das erkläre ich euch einfach gleich. Also, wir sehen uns gleich. Bis dann. So, dann nochmal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Und wir sehen ja auch direkt Battlefield. Das ist Gunmaster auf Operation 925. Und ja, Gunmaster ist wohl selbsterklärend, funktioniert wie Gun Game in COD. Das heißt, zwei Kills in dem Fall jetzt in Battlefield. Normalerweise ist es einer in COD. Zwei Kills mit einer Waffe und dann kommt man zur nächsten Waffe. Und insgesamt kann man ja mal unten zählen, wie viele Punkte da sind, also diese kleinen Balken. Ich weiß nicht, wie viele Waffen es sind, ich denke mal so paar 20. Und ja, oder eher, naja, paar 20 ist zu viel, ist aber auch egal. Müssen die Spezialisten wissen aus Battlefield. Und ja, also ich sag gleich mal vorab, ich bin immer noch krank, das heißt, man hört es mir vielleicht auch ein bisschen an. Das heißt, dass ich ab und zu vielleicht schneuze oder, ja, ihr wisst schon Bescheid. Also ärgert euch nicht darüber, geht auch weg. Also dauert nicht mehr allzu lang, denke ich mal. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile krank. War auch ein Grund, warum jetzt keine Videos kamen. Und ja, dann an den Wochenenden, wie gesagt, mache ich ja eigentlich eh nichts, weil meine Freundin entweder da ist oder ich bin halt irgendwo anders. Und ja, deswegen, Schule war extrem viel. Und ich muss ja echt mal schauen, wie das jetzt wird, wie mein Zeugnis aussieht und alles. Und ja, es war extrem hektisch am Ende. Und ich habe in einer Woche, glaube ich, 6 Arbeiten geschrieben und in der Woche davor auch nochmal 4 oder so. Und ja, es geht wirklich richtig auf die Nerven. Ich bin jetzt froh, dass es halbwegs vorbei ist. Ich hatte jetzt so ein, in Anführungszeichen, verlängertes Wochenende, auch wenn ich das unfreiwillig hatte. Wie gesagt, ich bin krank, ich habe totale Halsschmerzen und alles gehabt. Kann sein, dass mir die Mandeln rausgenommen werden und sowas. Und ja, bisschen schwul, aber naja, muss man mit leben. Und wenn das so ist, dann, ich weiß nicht, wurde irgendwem von euch schon mal die Mandel rausgenommen? Weil dann könnt ihr mal so in den Kommentaren schreiben, wie das überhaupt ist, ob man dann eine Woche oder so nicht reden kann, nicht vernünftig reden kann oder was weiß ich. Ich weiß es ja nicht. Also ich kenne Leute, denen die Mandeln rausgenommen wurden, aber ich habe jetzt keine Lust gehabt, da extra deswegen nachzufragen. Es ist ja jetzt bisher auch eine Vielleicht-Sache und keine feststehende Sache. Auf jeden Fall wollte ich mal fragen, worauf ihr denn auch so Bock habt. Ich habe jetzt schon gesagt, dass ich Dual-Commentaries mit Abonnenten machen will und machen werde. Und die kommen auch noch, nur ich hatte halt wirklich gar keine Zeit für irgendwas, weil es einfach viel zu hektisch war und ich hatte auch keine Lust, gerade Videos zu machen. Aber naja, ich kann euch auch einfach mal sagen, ich habe mir noch ein paar Spiele runtergeladen, so aus Langeweile. Das heißt, ich könnte vielleicht mal ein Let's Play machen oder so, oder halt was in der Art Let's Play. Zum Beispiel haben wir uns Dead Island Triptide, also ein paar Leute runtergeladen, und da könnte ich vielleicht mal ein Koop posten, also ein bisschen was vom Koop zeigen. Oder ja, Mafia 2 habe ich mir jetzt einfach mal aus Spaß runtergeladen, beziehungsweise von der Festplatte von einem Freund gezogen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas sehen wollt, dann sagt einfach Bescheid, weil es geht natürlich einfacher, sowas live aufzunehmen und dann direkt hochzuladen, anstatt jetzt ein Battlefield oder ein COD-Commentary, wie das jetzt hier. Und ich habe für das Gameplay nicht lange gespielt, das war das erste Gameplay direkt. Und dann hatte ich keine Lust mehr aufzunehmen, weil meine Festplatte mal defragmentiert werden muss, wieder einmal. Und leider wurde ich nur Zweiter, kann ich nichts dran ändern. Ich habe 6, 7 Gun-Games gemacht und jedes Mal bin ich Zweiter oder Dritter geworden. Und ja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Fluder, und Like nicht vergessen. Und schaut nochmal bei MMOGR vorbei. Da gibt es ja ein paar nette Angebote. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann.